Im Zweierbob der Männer, wo heute die ersten zwei von den insgesamt vier Läufen ausgetragen worden sind, da haben sich die Schweizer berechtigte Medaillenhoffnungen können machen. Für Ivo Rüegg ging es nun darum, seine gute Ausgangslage für morgen zu halten. Kleinere Unsicherheiten überstand Rüegg ohne größere Probleme. Mit einer Zeit von 1:51.12 verteidigte Ivo Rüegg nicht nur seinen zweiten Platz, sondern übernahm sogar die Führung. Diese Bahn fahre ich sehr gerne, obwohl man kommt jedes Mal ins Ziel und man weiß nicht, ob man eine gute Zeit hat oder nicht. Und ich denke jetzt trotzdem haben wir die guten Trainingszeiten ins Ziel gebracht. Und mit Cedric zusammen haben wir unsere beste Startleistung in dieser Saison abgerufen.